Das Badezimmer haben wir das Motorrad da noch hochkant drin stehen. So, also irgendwie hat Margaret den Motorschutz verloren. Das geht die Karre aus, geht nicht mehr an. Warum machen wir Motorradurlaub? Wir haben uns den alten Mercedes-Camper von meinem Opa geschnappt und jetzt geht's für uns nach Kroatien. Mopeds haben wir auch dabei, und zwar die Enduros und unsere beiden Supermotos. Ja, Anhänger ist auf jeden Fall dicke, packe, voll. Und einen Bike haben wir noch mit, Schatz. Achso, und wir haben noch einen Bike mit. Und zwar das andere Bike hat nichts mehr reingepasst. Wir haben jetzt statt unser Badezimmer. Sieht man das so? Statt des Badezimmer haben wir jetzt ein Motorrad da noch hochkant drin stehen. Ja, mal gucken, ob das hält bis nach Kroatien. Wir werden sehen. Hält. Und Maldo ist auch mit am Start. Hallo! Sommerurlaub. Richtig Schnee. Was ist denn das hier? Es ist einfach schon Schnee. Hey. Schneeballschlag? Okay, lass mal ins Warme fahren lieber. Okay, let's go. Weiter geht's. Wir hätten uns vielleicht vorher mal erkundigen sollen, das Wetter wird hier oben. Weil wir haben nämlich gerade vor dem Urlaub Sommerreifen drauf gemacht, ganz frische. Also, ja, ich hoffe, es wird nicht schlimmer hier mit dem Schnee. Also, wir sind echt so ein fahrendes Hindernis, ne? Bergauf. Ah, gleich haben wir 40 geknackt. Ah, zweiter Gang gleich. Oh. Ja, also in dem Tempo dauert das auf jeden Fall, bis wir da ankommen. Jetzt doch zweiter Gang. Zweiter Gang. Vollgas. Schon, ja. Let's go. Wir sind jetzt doch nicht nach Kroatien gefahren. Es ist gerade spontan alle dazu umentschieden, nach Italien zu fahren, weil das Wetter besser ist. Kroatien soll nicht gut sein, Italien soll sehr gut sein. Also, ja, Titel ändert sich zu nicht, wir fahren nach Kroatien, sondern wir fahren nach Italien. So, wir sind auch angekommen in Italien, endlich. Die anderen sind auch alle da. Jonas mal wieder, wie man es kennt, am Schrauben. Ist immer, wenn wir irgendwo ankommen im Urlaub, Jonas schraubt. Das ist echt Klassiker. So, wir müssen jetzt hier einmal die ganzen Bikes ausladen, weil es geht eine Runde Supermoto fahren. Supermoto. Meinst du, ich gehe in Silkewood hier hin? Ja, setz mal voll in dein Auto rein. Ey, wäre ich im Gas gegangen, wäre gegangen, oder? Ja, dann zieh durch. Wann haben wir dein Pickbike auf? Ich hab mich mit dem Pickbike mit. Ja, aber nicht im Anhänger anscheinend. Im Anhänger ist er nicht. Der ist, ich sage dir, dein Pickbike. Also, da hat das Ding nicht hingepasst. Aber wo ist er? Aber. Da, Pickbike. Ja. Nee, ist auch schön, Victor. Also, mit ein und ausleihen jedes Mal wird schwierig. Ja, auf Achse fahren. Andere Möglichkeiten haben wir nicht. Mit dem Pitbike. Ja, du dann halt. Ne? Oh, scheiße. Also Tag 1, ich habe jetzt schon keinen Bock mehr auf dieses Ein- und Ausladen die ganze Zeit. Alle haben immer in der schönen Heckgarage hinten einen Transporter drin, mal eben kurz reingeschoben, rausgeschoben. Wir haben hier jedes Mal so ein halbes Packsystem, dass es überhaupt hier reinpasst alles. Aber wir werden bis zum Ende immer besser, Schatzi. Super. So, Mario muss auch erstmal wieder was hier schrauben. Ich habe kein Loch in meinem Kennzeichen. Einfach irgendwie reinbohren, okay, fertig. Ja, so ein bisschen mittig so als Tipp. Oder? Ja. Ja, das ist gut. Cool. Ich würde auch zwei reinmachen so als Tipp. Ja, wir haben keine Schrauben für zwei. Nee, ja. Stimmt. Ich habe Schrauben. Achso, okay. Marvin hat Schrauben. Dann mach zwei rein. Imagine, was ich gerade so einen Tourenfahrer denke, weißt du? Der misst so ganz genau aus. Nee, ja. Man sieht so wieder, ja, wir bauen Kennzeichen ein. So mit dem Bohrer so, ja, mittig, links, down. Rechts. Silke, ne? Ja, Marion, holz einfach mal durch, mal gucken, was passiert. Ja? Da ist ja Futter dahinter. Oh. Ja, das passt schon. Ja, noch einer. Siehst du, haben wir schon. Professionell. Das ist wie auf dem Bau hier, weißt du? Alle stehen hier und gucken zu. Und einer arbeitet da. Müssen wir Marions Bremse liften? Ja. Die ist irgendwie auch noch nicht so ganz gut. Oh,
Hoffentlich kriegen wir das jetzt hier so hin. Wir machen jetzt erstmal eine Bestandskontrolle, ob alles soweit passt, weil wir haben die ja komplett neu aufgebaut. Oh, jetzt hast du aber kaputt gemacht, oder wie? Einmal überall dran rumwackeln, ob auch alles irgendwie fest ist und so weiter. Und irgendwie hier nichts abfällt oder so. Ja, dann machen wir mal eine Motorradtour machen, mal gucken, ob das alles so richtig ist. Alles so richtig ist. Schauen wir mal. Gut, los geht's, komm einfach. Also irgendwie hat Marius den Motorschutz verloren. Das Ding hier jetzt auch fast ab. Ja. So, wir sind keine 2 Meter gekommen. Da unten standen wir gerade, jetzt geht die Karre aus, geht nicht mehr an. Also ich glaube, dass das Ding hier einfach nicht richtig drauf ist und deswegen wir keinen Schritt bekommen, dass er ausgegangen ist. Ey, das kann nicht wahr sein, echt. Ich war noch nie im Urlaub anders. Ey, du hast heute früh auch geschraubt. Schön, auch gemacht. Ja, aber meine Bikes laufen wenig. Ey, meins auch. Das ist doch nur der Stecker. Ja, ich bin noch genug gefahren. Genug gefahren, Freunde? Ja, ich bin gespart, die ersten 10 Minuten. Wir sind echt nicht länger gefahren als 5 bis 10 Minuten. Ja, geh mal. Die waren geil. Komm mal erstmal da rauf. Okay, Startversuch. Warum machen wir Motorradurlaub? Wir sind an einem Motorrad, ich dachte, ja, wir kommen hier mitten auf den Bergen. Wir sind super viele Leute hier. Das ist richtig voll. Also das hier, kein Motorradcafé und ich weiß nicht, ob man das sehen kann, aber alles voll. Ein richtig traumhafter Blick und so. Das ist schon. So, jetzt erstmal was essen und geht's weiter. Ja, geht. So, jetzt geht rein. Herr, wenn wir gewonnen haben. Wir beide verloren. Was spielen wir jetzt? Ja, ich euch schon, wer bezahlt. Ja, bezahlt. Jetzt müssen wir rein. Ja. Okay. Oh, jetzt entspannt. Weiter, weiter, weiter. Hey, war doch Stein gegen Schere. Oh Gott. Geht ja nichts über eine kleine Stunt-Session hier. Hallo? Entschuldigung, jetzt das Bike jetzt immer rausbekommen. Richtig hochheben, ne? Ja, ja. Nicht verlassen. Du sollst vorne halten. Also ich dachte, du wärst auch vorne. Nee, nee, ich hab nur hinten gehalten. Das hätten wir mal genauer definieren sollen. Beim hey, ja, jetzt ist sie draußen. Jetzt noch den Lenker zusammenbauen und den... Ständer. Er hat Ständer gesagt. Toll, Victor, du machst das so professionell. Ja, hast du so einen Schrauber? Ich bin Werksmechaniker. Für Mariam, ne? Ja, deswegen fällt das bei uns auseinandergezeigt. Kann ich den Lenker selber festschrauben? Ja, mach das lieber selber, Jendrik. Nicht, dass sie mir anspringen nachher. Stimmt. Das Öl ist auch richtig in so wilde Position, glaube ich, gelaufen. Oh, stimmt. Meinst du, die klackert so richtig beim Anspringen? Quatsch. Ja, sie läuft. Ja, easy. Viel Spaß. Als Rampe? Ja. Hä, das sieht gut aus. Alter, hä? Mehr Schwung einfach nur, Vollgas. Oh! Ja, ne? Ha!